Möchte ich Ihnen allen im Namen des Kreisrates einen recht schönen und unterhaltsamen Tag wünschen. Vor Beginn des künstlichen Programmes wird Dr. Eduard Eisenburger, der Vorsitzende des Landesrates der wertigen deutschen Nationalität, einige Worte an Sie richten. Sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte Ehrengäste, wenn wir uns in dieser Runde in den Trachtengewändern unserer Väter eingefunden haben, dann, weil wir uns aufrichtig an ihnen freuen und Stunden der Gemeinsamkeit erleben wollen. Doch nicht nur hier an diesem Tag und nicht nur gelegentlich der vielseitigen Veranstaltungen des Landesfestivals Cântarea României, Preis der Rumänien, wo unsere Brauchtumsgruppen immer wieder Applaus und auch landesweite Anerkennung finden und fahnden. Einige von Ihnen werden Sie anschließend selbst hier erleben. Wir tun es das ganze Jahr über, so wie eben unsere Brauchtumsfeste fallen, denn Traditionen wollen gepflegt und den nachrückenden Generationen weitergereicht werden. Eine ganz besondere Überraschung auf dem Butzenender Trachtenfest stellten die Paare aus Nussbach dar. Sie eröffneten im Übrigen die Trachtenschau der Butzenländer Trachtenpaare. Aus Nussbach kamen Emmy und Adalbert Klein. Emmy Klein trägt einen roten Schleier, einen spezifischen Brautschmuck im Burzenland, der heute zwar selten getragen wird, früher allgemein üblich war. Dann sehen wir das nächste Paar, Clementi Wilhelm und Trude. Clementi Trude trägt einen blauen Schleier, auch ein altes Schmuckstück oder Trachtenstück, über 200 Jahre alt. Und in der Mitte sehen wir Liane Kloos in der Tracht der jungverheirateten Frauen. Die Männer tragen ihre Fest- oder Kirchenmäntel, die mit Schließen oder Spangen geschlossen werden. Es sind dunkle Gewänder. Auf dem Kopf tragen sie Samthüte mit kurzen Borten und Schleifen. Zurück zur Frauentracht. Wir sehen die Tüllschürzen, die tamburierten Tüllschürzen. Wir sehen die bauschigen, gestickten Hemden. Wir sehen die typischen Spangengürtel. Das Schmuckstück dieser Tracht stellt allerdings das Heftel dar, ein rundes Schmuckstück, das mit Halbedelsteinen geschmückt ist. Hier ist die Handarbeit wertvoller als das Material an sich. Und bei jeder der drei Frauentrachten ist außerdem der Spangengürtel erkennbar, ein schön verziertes Trachtenstück, das einen Einfluss auch auf die Schkeier, Vorstädter, Rumäninnen ausgeübt hat. Überhaupt lässt sich sagen, dass die siebenbürgische Tracht interethnische Beziehungen kennt. Wir wissen, dass die Tracht aus der Celle oder aus Satu No etwa
sächsischen Einfluss zeigt. Hinwiederum lässt sich sagen, dass die Pelzarbeiten, die Pelzmäntel und Wämse, die zum Beispiel in Nordsiebenbürgen noch getragen wurden, aber auch in anderen Gegenden Siebenbürgens, rumänischen Einfluss verraten. Aus der Mädchengruppe fällt zunächst einmal die Weißkircher Mädchentracht auf, und zwar durch ein spezifisches Trachtenstück. Es handelt sich um ein besticktes Handtuch, das die Mädchen als Umschlagtuch tragen. Früher war es ein weißes Mäntelchen, heute ist es bloß eine dekorative Erinnerung daran. Dieses Trachtenstück wurde früher überhaupt in der Repser Gegend getragen, heute ist es vor allem in Deutsch-Weißkirch noch zu Hause. Außerdem sehen wir das typische schwarze Leiberl, meist aus Samt oder einem dunklen Stoff. Es wird bestickt mit verschiedenfarbigen oder mit Vorliebe mit Goldfäden. Außerdem typisch für Deutsch-Weißkirch sind diese eng anliegenden Halsperlschnüre, die die Mädchen tragen. Die Gemeinde Großschenk war durch Irmtraut Werther vertreten. Sie zeigte im Kontext ein neues Stück, und zwar den Busenkittel. Es handelt sich um ein Trachtenstück, das nicht mehr die Teilung in Rock und Leiberl kennt, sondern in einem genäht und gefaltet wird, denn es ist ein fein plissiertes Trachtenstück. Wir erkennen hier außerdem einen bestickten Ledergürtel, der in bunten Farben mit feinen Lederstreifen bestickt wurde, außerdem die schönen alten Kopfbänder und eine in weiß oder cremeweiß gehaltene Stickerei auf der Schürze, die der cremefarbenen Tracht angepasst ist. Nachdem Schülerinnen des Santerus-Lyzeums mitgeholfen haben, dieses Trachtenfest zu gestalten, konnte man auch Schülerinnen oder Trachtenträgerinnen aus anderen Ortschaften als denen aus dem Wurzenland kennenlernen. Wir sehen hier Merita Binder aus Halvelagen. Sie zeigt eine Tracht, in der die schwarzen und weißen Töne dominieren. Ein schwarzes, besticktes Leiberl, das weiße Trachtenhemd, den weißen Rock, die weiße Schürze. Am Trachtenhemd lässt sich eine feine, plissierte Weißstickerei erkennen, die an den Ärmeln und am Halseinsatz angebracht wurden und vom Fleiß der jeweiligen Stickerin zeugen. Aus Katzendorf kam Hildegard Lienert. Die Tracht hat auch hier Töne, die das Weiße und Schwarze bevorzugen. Neu im Vergleich zu der vorhergesehenen Halvelagener Tracht ist hier noch ein Trachtenstück, auf das wir hinweisen wollen. Man erkennt, wenn man genau hinschaut, ein beigefarbenes Tuch, das seitlich an dem Gürtel angeheftet wurde und zu den übrigen Braun- und Goldtönen der Bänder und des bestickten Leibels passt. Außerdem sehen wir die Schließen des schönen Spangengürtels, ein Stück, das wir immer wieder bewundern, sowohl an der Mädchen- als auch an der Frauentracht. Die Schürze selbst ist nicht tamburiert, wir erkennen hier genetzte Einsätze, die gleichen lassen sich auch an den Ärmeln des Trachtenhemdes feststellen. Jutta Schuster kommt aus Kleinschenk. Sie zeigt die sogenannte jungsächsische Tracht, eine Tracht, die in den 20er Jahren als Spiel- und Festtracht eingeführt wurde, vor allem in den Ortschaften, wo die alte Tracht sowieso im Verschwinden gewesen war. Wir sehen hier die blaue Farbe, die diese Tracht bevorzugt. Es gibt aber auch Varianten in Rot oder Grün und Dunkelbraun. Auffällig ist hier die tamburierte Schürze. Außerdem kann man, wenn man genau hinsieht, den Ledergürtel erkennen, den bestickten Ledergürtel. Dazu wird ein buntes Kopfband getragen. Der Vorderteil des Trachtenstückes ist bunt bestickt. Diese Tracht eignet sich vor allem für Kulturveranstaltungen, weil sie weniger schwer ist und leichter die Tanzbewegungen erlaubt. Ursula Tod aus Schirkangen zeigt eine sehr fein getönte Tracht. Es handelt sich um Creme- und Beige-Töne. Wir sehen ein Leiberl und einen dazugehörigen plissierten Rock, wie er typisch für die Wurzelländer Tracht war. Außerdem lässt sich eine feine tamburierte Tüllschürze erkennen, die Stickereien in weiß und in anderen, den Cremeton angepassten Farben zeigt. Dazu wird der schöne
metallene Spangengürtel getragen, der diese Mädchentracht aufwertet. Aus der Gemeinde Schweischer im Repser Land kam Astrid Homner. Auffällig ist hier die schwarz bestickte Schürze mit Kreuzstichmustern, wie man sie heutzutage überall findet. Wir sehen außerdem das schwarze mit goldfarben bestickte Leiberl. Dann ist hier das bunte Kopfband deutlich zu erkennen. Sie trägt außerdem, aber das hängt nach hinten, sieht man jetzt hier nicht, ein schwarzes besticktes Band. Wir sehen, dass der Spangengürtel hier nicht mit Metallketten geschlossen ist, sondern dass da eine bunte, in diesem Fall eine rote Masche, dazu benutzt wurde, um diesen Spangengürtel zu schließen. Roswitha Stefani kommt aus Stein. An dieser Tracht fällt sofort das bunt bestickte Samtkopfband auf. Wir sehen, als Muster ist hier auch die Weintraube darauf abgebildet. Dann können wir hier das dekorative seitlich getragene Tuch erkennen und einen Spangengürtel, der mit einer rosa Masche zusammengehalten wird. Auffällig ist hier eine doppelte Schürze. Wir erkennen zunächst eine weiße Tüllschürze, darunter ist aber eine in zarten Pastellfarben gehaltene, bunt bestickte Doppelschürze zu sehen, was dieser Tracht einen besonderen Reiz verleiht. Aus Tartlau kommen Irmgard Donat, Hannelore Schenker und ihre Begleiter. Sie zeigen die Mädchentracht. Wir erkennen auch hier die cremefarbenen Kopfbänder, die Spangengürtel. Bei den Jungen das Trachtenhemd, die schwarze Hose mit den Stiefeln und die bunte Krawatte. Aus Nussbach haben wir neben der traditionellen Tracht hier eine Gruppe von jungen Leuten, die jungsächsische Tracht tragen. Es sind die Mitglieder der berühmten, im Fernsehen schon öfters gezeigten Tanzgruppe. Wir erkennen auch hier die blauen Röcke, dazu die schwarz bestickten Leinenschürzen und die roten Bänder, die die Mädchen tragen. Diese Trachten standen im Übrigen in den letzten Jahren, als es darum ging, die Tanzgruppe mit den entsprechenden Kostümen auszustatten. Bei den Jungen bemerken wir, was auch für die anderen typisch war, Hemd, Krawatte, schwarze Hose. Mithin sind diese und alle anderen gesehenen Trachten nicht Museumsstücke, sondern sind auch heute noch getragene Kennmarken eines Zugehörigkeitsgefühls, sind auch heute schöne Zeugnisse von Fleiß, von Freude an Farben, Zeugnisse einer würdigen Selbstdarstellung. Begrüßt seid hier nun allesamt, vertrieben aus dem Burgenland, doch nicht vergessen wollen wir jetzt auch die aus Kogarasch und Ritz. Kurz alle seid heute willkommen, die hier ihr kamet heute zusammen. Vergnüget euch, zeigt Munterkeit, solange das Wetter gut mit uns meint. Erfreut Ohren und auch Augen mit dem, was sie heute hören, schauen. Und morgen mögt in allen Sprachen man sagen, es war alles gut geraten. Mal feiner Fuß, jo wohl, Frau Teigknopf. Mal minder wurde Zitzeknopf. Der Hensdörfer Männerchor bindet Ihnen die Hymne an die Nacht von Beethoven und Musiden, das Volkslied, alles unter der Leitung von Professor Hartfried Deffner. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Aus Dauer der Letzte, so reich so gern.
Gitarrenkränzchen. Bei der Schwalbe nächster Nacht, wenn ich abends gute Leute, der Verwaschung mein Gespann, schön gewohnt, zum Kanderbaum. Und so laut, und wir sind klar, kann ich dich und dein Verwalter. Was geht um, mein Leben schauen, in den Tränen, in mir verbleiben. Die Tänze des Kreditensammels des Kulturhauses, Koreska Fittelor. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Success. Die Tanzgruppe Vertreter des Legion-Turniere unter Leitung von Reif Istvan, ein ungarischer Volkstanz, ein Elbtanz aus Hegik. Morning, prepare your heart.
Abschluss dieses ersten Teiles sind der Männerchor aus Helmstorf unter Leitung von Professor Hartwig Deppner das Siebenbürgenlied und wir bitten alle mitzusingen. Thank you.